Sehr geehrte Fluggäste, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen an Bord. Im Namen unserer... Ach, scheiße. Nochmal. Sehr geehrte Fluggäste, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen an Bord. Im Namen der heutigen Crew darf ich Sie auf Ihrem Flug nach... Turin, Tribbles, Teddy Hamster und kleine pelzige Wesen von Alpha Centauri gehören wie die Wollmäuse in ihrem... Gehören wie die Wollmäuse in ihrem Wohnzimmer unter den Sitz. Unter den Sitz. Okay, nochmal. Im Namen der heutigen Crew darf ich Sie auf Ihrem Flug nach... Warum sage ich immer nach? Aber das eigentlich Besondere war wohl das neue Sicherheitskonzept, welches es Luftpiraten nahezu unmöglich machen sollte, die Maschine zu hijacken. Welches Passanten nahezu unmöglich war, laut zu reden vor meinem Fenster. Der ganze Scheiß jetzt nochmal. Sehr geehrte Fluggäste, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen... Jetzt ist Söckchen dazwischen geklopft. Ey, Söckchen, runter. Nein, weg. Söckchen. Ich muss ein paar Sätze einsprechen, okay? Wer es noch heute fertig kriegen. So. Söckchen, help! Help! What? Die Schwimmwesten befinden sich unter ihrem Sitz und sind einfach zu bla 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 bla. Okay, es ist viermal bla. Dann nochmal. Sehr geehrte Fluggäste, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen an Bord. Im Namen der heutigen Crew darf ich Sie auf Ihrem Flug... Ihrem Flug? Ihrem? Ihrem? Oder heißt es Ihren Flug? Also, ich sag das jetzt mal in zwei Versionen. Ich habe das jetzt dauernd mit Ihrem gesagt. Also, auf Ihrem Flug Ihren oder Ihrem? Naja, gut, das ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, muss ich mal gucken. Der Vorschlag des Co-Piloten war eigentlich sehr vernünftig. Aber Walter war nicht mehr in der Stimmung, vernünftig zu sein. Wenn dieser Fatzke meinte, er könne sich mit ein paar warmen Worten beruhigen. Och, fahr doch weiter. Wir sind in Kürze startbereit. Bitte nehmen Sie sich jetzt noch einen Moment Zeit für unsere Sicherheitsanweisungen. Söckchen ist jetzt wieder am Stänkern hier. Warte mal. Tuppe. Ja, trotzdem wegen der Unterbrechung. Söckchen ist wieder im Schlafmodus. Wir haben gleich 10:30. Ja, okay, nochmal. Das müsste erstmal reichen, okay? Jetzt gehen wir mal weiter. Hat ja nicht viel Text, also zum Glück. So. In Ordnung, Captain. Ach, Quatsch, sorry. In Ordnung, Sir. Ich bringe Sie zu... Mann, sorry. Verehrte Fluggäste, wir erreichen in wenigen Minuten... In wenigen Minuten, wenigen Augenblicken. Du darfst nicht Wörter nehmen, die nicht drinstehen. Nochmal. Walter schnaubte verärgert. Diesen Was fehlt uns beiden denn Chefarzt-Tonfall hatte. Jetzt kommt der Bordlautsprecher, ertönte sensorige Stimme des Kapitäns, Captain Kirk. Yeah. Okay, weiter.
Man sagt jetzt Flugbegleiterinnen. Verehrte Fluggäste, wir erreichen in wenigen Augenblicken die Küste. Da in diesem Bereich mit Turbulenzen zu rechnen ist, bitten wir Sie unverzüglich Ihre Plätze einnehmen. Ach, fuck! Gut. Puh. Haben wir mal einen unzufriedenen Fluggast gesprochen. Auch schön. Hatte ich bisher noch nicht. Hat Spaß gemacht. Alles klar, Rossi, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg beim Schneiden und danke für die Rolle. Bis denn. Dabei war das so gut bis jetzt.